gehört. Was genau ist ein Messias? Oh, sogar ihr habt dieses furchtbare Wort gehört, Prokulus. Ist er nun ein Prophet oder ist er irgendwas nun? Rom, selbst Rom kann die Träume der Menschen nicht beeinflussen. Und der Messias ist ein Traum, ein Albtraum, ein Verführer, der Bringer des ewigen Friedens. Nein, du kannst dem großen Augustus sagen, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht in Rom. Es wird keinen Messias in Palästina geben, weder echt noch falsch, solange ich am Leben bin. Das Aufgehen eines neuen Sterns ist mit unendlichen Mühen im Himmel verbunden und sie wirken sich immer auf Erden aus. Das Universum ist dabei, ein Wunder zu vollbringen, das sich unserem Verständnis entzieht. Dein Stern ist in der Tat das Zeichen eines Wunders. Der göttliche Zoroaster sagt, der nächste Prophet wird sich erst wieder zeigen in einem fremden Land. Die Wahrheit, die er offenbaren wird, wird zunächst nur eine für sein eigenes Volk sein. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Und nur einen Gott. Alles Übrige ist eitel. Und nur ein Teil von ihm. Das Volk von Israel weiß das. Viele von seinen weisen Männern sind ihm nahe gewesen. Und ihre Schriften bestätigen meine Berechnungen. Ein König wird geboren werden. Ein König? Der uns befreien wird von den Übeln dieser Welt. Wo wird er geboren werden? Die heiligen Schriften deuten auf einen kleinen Ort hin, in Judäa, der Bethlehem Ephrata heißt. Meine Frau steht kurz vor ihrer Niederkunft. Nein, ich kann nicht helfen. Ich habe schon zu viele Leute in mein Haus vor. Aber wir brauchen... Schließ die Tür! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass die Türen geschlossen bleiben sollen? Es muss doch irgendwas geben, ich versuch's noch. Ich möchte dich nicht gern allein lassen. Meinst du, du kannst noch ein Stück gehen? Halt dich an mir fest. Nein, nein. Bleib sitzen. Gott wird uns helfen. Hör zu. Es hat keinen Zweck, noch weiter in Bethlehem herumzuziehen. Alle Herbergen sind überfüllt. Keine wird deine Frau in einem solchen Zustand aufnehmen. Kommt, ich weiß was für euch. Nehmt euren Esel. Was wollt ihr? Hier ist kein Platz für euch. Geht raus! Geht, hört ihr nicht? Raus, raus mit euch! Seht ihr denn nicht, dass die arme Frau gerade ein Kind geboren hat? Deswegen kommen wir ja. Es wurde uns verkündet. Verkündet? Von wem? Wir waren da draußen, auf den Feldern. Und da kam ein Mann zu uns. Vom Nirgendwo. Hirten, sagte er. Es heißt, dass Israel gestreut ist wie eine Schafherde. Eine Herde, die einen Hirten braucht. Und dann sagte er, heute Nacht ist der Hirte geboren. Für euch ist er gekommen, hat er gesagt. Für die Armen.
Und deswegen kommt ihr her? Ja. Der Mann sagte, heute ist in der Stadt Davids der Heiland geboren worden. Für euch. Kommt. Den Mann in Ruhe. Das ist doch arm. Fenster aufnehmen, vorwärts, weiter! Oh, was kann er denn schon anrichten? Er lebt seit Jahren da draußen in der Wüste. Er nährt sich von Heuschrecken und betet und predigt. Er verlangt nichts für sich selbst. Er will nichts weiter als arm und nackt sein. Wenn die Hochzeitsfeierlichkeiten vorüber sind, werde ich ihn im Palast predigen lassen. Er ist ein sehr bemerkenswerter Mann. Ich bin froh, dass wenigstens einer bemerkenswert ist in Judäa. Herodes! Herodes! Die Gebote des Herrn sind absolut eindeutig. Du darfst die Frau deines Bruders heiraten, wenn dein Bruder tot ist, aber nicht, solange er am Leben ist. Dieses Weib Herodias ist die Frau deines Bruders Philipp. Geschrieben steht, ich habe deine Unkeuschheit gesehen und deine Missetaten. Wehe dir, oh Mensch, tue Buße. Du darfst es nicht zulassen, dass er dich weiter so beleidigt. Wenn ich dich nicht warne, dann stirbst du in Sünde. Und der Herr wird von mir Rechenschaft für dein Leben verlangen. Seid ihr Tage eurer Väter, seid ihr vom Wege abgewichen und habt meine Gebote nicht gehalten. Glaubt nicht, dass ihr gerettet werdet durch eure Riten, dass ihr in den Tempel geht. All die Opfer, die ihr bringt, verlangt der Herr nicht. Ich kann das Blut von Böcken und Lämmern nicht mehr riechen. Das Opfer, das Gott fordert, ist ein reuiges Herz. Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Ändert eure Herzen! Pharisäer! Dieses Wasser, reinige euch von euren Sünden. Rette mich, Johannes! Ich verlange, dass du ihn verhaften lässt. Verlangen? Verlangen? Das ist ein starkes Wort, mein Herz. Du übersiehst etwas. Johannes hat recht. Nach dem Gesetz Moses haben wir gesündigt. Komm her, komm her. Wir haben gesündigt und wir werden weiter sündigen. Und es ist ja auch sehr angenehm, ne? Dein Herz sei fortan gereinigt. Vergib mir, ich habe gesündigt. Hilf mir, stark zu sein. Sei stark. Getauft zu werden. Und doch kommst du
Es geziemt sich für uns, alles auszuführen, was gerecht ist. Andreas, Philippus. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Ihm müsst ihr jetzt folgen, nicht mir. Was ist los? Drachen des Königs Herodes. Sie wollen den Propheten gefangen nehmen. Geh, Johannes, geh! Rette dich! Bitte versteck dich! Komm, rette dich! Komm, Gott, meine Zeit ist abgelaufen. Bitte, was gibt's? Was ist los? Was ist geschehen? Warum rennt ihr denn so? Er ist wieder da! Er ist zurück! Wir müssen ja sagen, dass er wieder da ist! Maria! 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 Maria, dein Sohn ist zurück. Er ist in der Synagoge. Er ging geradewegs in die Synagoge. Ich habe ihn gesehen. Lasst uns lesen aus dem Propheten. Der Prophet Jesaja. Wer ist unser Vorleser? Moscha. Ah ja, Moscha. Komm, lies. Ist das nicht der Sohn von Josef? Ja, von Josef den Tischler. Gott gebe seiner Seele Frieden. Der Geist des Herrn ist bei mir. Er hat mich gesalbt, um den Gedemütigten frohe Botschaft zu bringen. Ich habe ihn reingehen sehen. Hier muss er sein. Er hat mich gesandt, die gebrochenen Herzen zu heilen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sind. Und den Blinden, dass sie sehend werden. Den Unterdrückten werde ich Erlösung bringen. Amen. Heute ist vor euren Ohren dieses Schriftwort erfüllt worden. Schriftwort erfüllt worden? Kann er es wagen, so etwas zu sagen? Wie sollen wir das verstehen? Die Prophezeiung, die du gelesen hast, kann nur in Erfüllung gehen durch das Kommen des Messias. Das Reich Gottes kommt nicht auf Wegen, die vorausgesehen werden von den Menschen. Das Himmelreich seht ganz plötzlich. Ist es über euch? Was? Habt ihr das gehört? Was ist Gottes Lästerung? Wohl dem, der nicht Anstoß nimmt an mir. Auf den Mann raus! Ja, auf den Mann, sie haben das so nicht berührt! Raus mit ihm! Rabbi, du musst ihnen Einhalt gebieten. Rabbi, sie begreifen einfach nicht, wer dieser Mann ist. Andreas! Lass sie nicht gehen! Meister! 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 Uns wurde gesagt, wir sollten uns dir zu erkennen geben. Ich bin Andreas aus Kapernaum. Ich bin von Beruf Fischer. Aber nun folge ich dir, wenn du mich nehmen willst. Das ist Philippus. Wir kommen auf Weisung Johannes des Täufers, des Propheten. Er ist gefangen genommen worden von den Soldaten des Königs Herodes Antipas. Andreas. Philippus. Kommt mit. Komm! Sagt mir, wann ist Johannes gefangen genommen worden? Gleich, als er nach Galiläa zurückgekehrt ist.
Die Gebote, die Gott dem Moses vor so langer Zeit gegeben hat, dürfen nicht toter Stein bleiben, der gedankenlos in Ehren gehalten wird. Toter Stein? Die Gesetzestafeln? Toter Stein? Wie meinst du das, Rabbi? Auch das Gesetz geschrieben ist, ist Stein. Aber das Gesetz selbst ist lebendig. Aber unser Gesetz ist ewig. Und was lebendig ist, ändert sich du doch Du kannst auch. Die Gesetze Moses nicht ändern. Ein Mensch ist gemacht aus Fleisch und Blut. Und er verändert sich. Er bleibt nicht derselbe Mensch. Gott will das Gesetz in eure Herzen schreiben. Rabbi, du hast gesagt, du bist gekommen, um uns die frohe Botschaft zu verkünden. Ist sie das? Die Botschaft, dass das Gesetz lebendig ist wie ein Mensch? Die frohe Botschaft, die ich bringe, ist diese. Eure Gefangenschaft ist vorüber. Was heißt das, unsere Gefangenschaft ist vorüber? Welche Gefangenschaft? Die Gefangenschaft in der Sünde. Gott löst das Versprechen, das er unserem Volk Israel gegeben hat, ein. Und er versöhnt sich mit den Menschen. Gott kommt zu euch. Zu euch allen. Selbst zu den Elendsten. Verschließt eure Türen nicht vor dem Herrn. Ah! 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 Was willst du? Du willst uns verderben! Ah! Ah! Ich weiß, wer du bist! Ihr habt ihn weg! Ihr habt ihn weg! Rabbi, der Dämon versucht immer wieder, ihn ins Feuer zu stoßen, ins Wasser, ihn zu vernichten. Wenn du irgendetwas tun kannst, erbarme dich. Hilf und vertreibe ihn! Satan! Fahre aus ihm. Sein Dämon ist aus ihm gefahren. Er hat ihn ausgetrieben. Vater. Er gebietet unreinen Geistern und treibt sie aus. Vater. Ein Wunder. Vater. Mein Sohn, mein Sohn. Er ist gerettet. Er ist geheilt. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Ja, in meiner Familie sind wir alle Fischer. Andreas kennt uns gut, aber ich wurde fortgeschickt, um zu lernen. Das Einzige, wozu du vielleicht geeignet warst. Was hast du gelernt? Oh, dass 2 und 2 4 sind. Manchmal. Und dass die meisten Menschen hier herumgestoßen werden. Dass es sehr schön ist, es zu etwas zu bringen. Dass die Geburt der Beginn des Todes ist. Aber es muss doch etwas mehr geben für die Menschen zwischen Geburt und Tod. Heute, als ich dich habe predigen hören, habe ich angefangen zu verstehen. Durch deine Worte scheinen die alten Schriften lebendig zu werden. Das ist, was wir wollen. Wir wollen, dass das Gesetz lebendig ist, geschrieben in unsere Herzen, nicht gemeißelt in Stein. Wie heißt du? Johannes, Sohn des Zebedäus. Zurück! Zurück! Verdammt nochmal! Zurück! Zurück! Das ist mein Bruder Simon Petrus. Und das ist mein Bruder Jakobus. Schreit mal wieder. Schlechte Laune, wie gewöhnlich. Wenn hier jemand besoffen ist, dann du Qualle. Er meint es nicht so. Er ist ein guter Mann. Was ist los, Bruder? Schlechter Fang heute? Schlechter Fang? Gar nichts. Das Einzige, was wir dieser Tage im Netz haben, sind römische Steuern. Geh und sag diesem Blutegel, unserem doppelzüngigen Steuereintreiber Matthäus, wenn er noch mehr Geld aus mir rausholen will, muss er ein paar Fische in den See setzen. Simon, das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Mann, von dem Johannes gesprochen hat. Johannes der Täufer. Noch ein heiliger Mann? Bist du auch einer von denen, die uns sagen, dass wir Geduld haben sollen und uns versprechen, dass bessere Zeiten kommen werden? Was aber ist mit jetzt? Was ist mit unseren Kindern?
Wer wird sie sättigen? Leeres Geschwätz in Zeiten, in denen wir alle hungern. Finde einen heiligen Mann, der dem ein Ende machen kann. Dann werde ich vielleicht zuhören. Fahr nochmal hinaus. Ich werde dich begleiten. Wir kommen gerade von draußen. Schaff das Netz auf dem Boot. Bitte, Simon, tu, was er sagt. Warum hörst du immer auf diese Leute? Niemand kennt den See Sprich besser als ich. Ihm, Simon, bitte. Tu's. Was starrst du denn so an? Komm. Du kannst den Fischen predigen. Fertig machen zum Ablegen. Wir fahren noch mal raus. Los! Komm, Johannes, komm! Seit 4 Jahren fische ich hier, aber so einen guten Fang hatte ich noch nie. Mehr. Ich habe sowas auch noch nie erlebt. So, so. Es hat also Wunder gegeben. Und einen großen Fang. Auf Weisung von einem Propheten. Wie ist sein Name? Jesus? Raus! Er wohnt bei Simon Petrus. Kennst du ihn? Den Fischer. Simon Petrus? Oh ja. Schuldet der mir nicht noch Steuern, hm? Das hat sich gelohnt. Ja, endlich mal. Tagelang links und jetzt das? Ja. Sieh da, sieh da, sieh da. Wenn er so einen guten Fang gehabt hat, kann der mal noch zahlen. Das Königreich des Himmels ist einem verborgenen Schatz im Acker gleich. Ein Mann findet ihn und vor Freude darüber verkauft er alles, was er hat und kauft dafür den Acker. Er gleicht einem Kaufmann, der auf der Suche nach guten Perlen ist. Er findet eine besonders wertvolle Perle. Er verkauft alles, was er hat, um diese Perle zu bekommen. Ihr seid alle Fischer. Nun, das Königreich des Himmels gleicht einem Netz. Einem großen Netz, das ins Meer geworfen wurde. Und plötzlich ist es voll. So voll, dass es fast zerreißt. Ihr müsst die anderen Boote herbeirufen, um zu helfen. Alle arbeiten zusammen. Glücklich, begeistert. Es ist eine Zeit der Freude. Der Freude über das, was Gott so reichlich gibt. Was will er denn hier? Das ist Matthäus, der Steuereintreiber. Werf ihn raus. Simon, dein Freund Matthäus ist hier. Geh, du besudelst dieses Haus. Lass du sofort mein Haus. Du Abschaum, du Dreckskerl. Nicht doch. Wie ich höre, hast du einen guten Fang gemacht, Simon. Darüber werden wir uns später noch unterhalten. Du scheinst hier überaus unwillkommen zu sein. Ich kenne zwar deinen Namen nicht, aber ich weiß, was du tust. Levi. Oder Matthäus, man kennt mich unter beiden Namen. Und ein paar anderen. Wie ich sehe, werden wir uns an einem Ort treffen müssen, an dem wir beide willkommen sind. Ist dein Haus weit von hier? Warum fragst du? Ich würde gern heute mit dir zu Abend essen. Du würdest das Haus eines Sünders betreten? Ich würde jedes Haus betreten, in dem ich willkommen bin. Er scheint sich nicht darüber klar zu sein, was das für einen Skandal hervorruft. Petrus, du musst es ihm sagen. Ich
habe es ihm gesagt. Dann sag es ihm nochmal, der ganze Ort spricht darüber. Ein paar Pharisäer willst du damit sagen? Jedenfalls kennen sie das Gesetz. Steuereinnehmer dürfen nicht mal die Synagoge betreten. Und jeder, der Umgang mit ihnen pflegt, ist genauso unrein wie sie. Petrus, ich hab's ihm gesagt! Was wollt ihr von mir? Ich habe ihm gesagt, dass Matthäus ein Blutsauger ist, mein ärgster Feind, dass ich Matthäus hasse, aber er sagt immer nur, warum schließt du dich uns nicht an? Meister, es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten isst. Weißt du nicht, wer sie sind? Wir haben unser Leben ehrenhaft gelebt, haben Opfer gebracht, um die Gesetze zu halten. Das sind Diebe, Huren, Wucherer, gewalttätige, gottlose Menschen. Wenn du gehst und mit diesen Leuten isst, werden sie dich verunreinigen. Die ganze Stadt wird sich von dir abwenden. Jakobus. Der Herr ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Weg, du Schwein! Widerlich! Ruhe! Was hat er denn? Friede sei mit dir. Ich danke dir, dass du in mein Haus gekommen bist. Steh auf! Wein! Das ist mein Bruder Jakobus. Er übt den gleichen Beruf als wie ich. Ich trinke auf dein Wohl im Namen aller. Rabbi, wir wollen deine Worte hören. Nein, 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 lass uns erst mal essen. Nein, lass doch ihn entscheiden. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen. Ein gewisser Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte eines Tages zu seinem Vater, gib mir jetzt den Anteil des Vermögens, der mir zusteht. Der Vater tat es und teilte den Besitz zwischen seinen beiden Söhnen. Ein paar Tage danach nahm der Jüngere seine Sachen und brach auf in ein fernes Land. Dort führte er ein ausschweifendes Leben und verprasste alles, was er besaß. Als er so alles durchgebracht hatte, kam es in diesem Land zu einer schweren Hungersnot. Und auch er fing an, Not zu leiden. Darum ging er zu einem Bauern und ließ sich von ihm als Schweinehüter einstellen. Er war so hungrig, dass er auch die Johannesbrotschoten gegessen hätte, die die Schweine zu fressen bekamen. Schließlich kam er zur Besinnung und sagte sich, zu Hause haben selbst die Tagelöhner meines Vaters genug zu essen und darben nicht. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich werde nach Hause gehen und meinen Vater bitten, mich als Tagelöhner bei ihm einzustellen. Als er noch ein ganzes Stück entfernt war vom Hause seines Vaters und sein Vater ihn von Weitem kommen sah, war er so bewegt vor Freude und Mitleid, dass er seinem Sohn entgegenlief und ihn umarmte und ihn küsste. Der Sohn sagte, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater rief seine Knechte und sagte, bringt das beste Kleid im Haus und legt es ihm an. Schlachtet ein gemästetes Kalb und lasst uns jetzt feiern und fröhlich sein. Der ältere Bruder war zu dieser Zeit noch draußen auf dem Feld. Und als er auf dem Weg nach Hause war, hörte er von Ferne schon Musik und Tanz. Er rief einen der Knechte herbei und fragte, was das bedeute. Und der sagte es ihm. Und als er das hörte, wurde der ältere Bruder sehr wütend. Und er weigerte sich, ins Haus zu gehen. Der Vater kam heraus und versuchte, ihm zuzureden. Aber er wollte nichts davon hören. All die Jahre habe ich für dich gearbeitet. Die ganze Zeit, all die Jahre habe ich nie eines deiner Gebote übertreten. Aber in der ganzen Zeit hast du mir nicht ein einziges Mal auch nur einen Ziegenbock schlachten lassen, um mit meinen Freunden zu feiern. Und jetzt, wo mein Bruder zurückkommt, der dein ganzes Geld durchgebracht hat, mit Huren,
Lässt du für ihn ein gemästetes Kalb schlachten? Bitte, sagte der Vater. Bitte. Versuche zu verstehen. Du bist doch allzeit bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Heute haben wir Grund zu feiern. Dein Bruder war tot. Und er lebt wieder. Er war verloren. Und ist wiedergefunden. Vergib mir, Meister. Ich bin ein... Ich bin ein Dummkopf gewesen. Glaubt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter. Die Feinde eines Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer auf die Erhaltung seines Lebens aus ist, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen aufgibt, und für das Evangelium, das ich euch bringe, wird es finden. Ihr sollt euch nicht Schätze auf Erden sammeln, wo Motten und Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz. Mein Name ist Jairus. Ich bin einer der Oberen der Synagoge hier. Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Ich bitte dich, komme und lege deine Hände auf sie. Vielleicht wird sie wieder gesund und... kann leben. Führe mich zu ihr. Meinte, er kann sie reinbauen. Deine Tochter ist tot. Weint nicht. Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Wer bist du, dass du kommst und wagst, darüber zu scherzen? Wir haben gesehen, dass sie tot ist, du aber nicht. Bitte, Thomas, bitte. Steh auf, mein Kind.
etwas zu essen. Sie lebt! Rabbi, ich möchte mich entschuldigen. Ich wusste nicht, wer du bist. Ich dachte, das Kind wäre tot. Und sie war auch tot. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Kannst du nicht glauben, ohne zu sehen, Thomas? Das wünsche ich. Dann folge mir. Du meinst, meinen Arbeitsplatz verlassen? Ja. Jairus, gibst du mir deinen Diener, damit er mein Jünger wird? Ja, mit Freuden, Meister. Ich freue mich für ihn. Hast du irgendwelche Zweifel, mir zu folgen, Thomas? Nein. Ach, dumme Jungenstreiche. Sie würden mir nur das Haus anzünden. Die Väter. Die sind alle gegen mich. Nicht alle, Maria. Heute ist ein Freund von dir in der Stadt. Ich habe keine Freunde. Oh doch, du hast einen. Jesus, der Prophet. Der Freund der Ausgestoßenen, der Sünden vergibt. Hä? Für den sind zum Beispiel die Sünden des Fleisches nichts im Vergleich zu den Sünden der Seele. Hä? Ein Mann vergibt leicht einem Mann. Aber eine Frau, die sündigt, das ist eine andere Geschichte. Ist bei den meisten so, aber nicht bei ihm. Ein Mann wie ihn habe ich noch nie gesehen. Hast du ihn schon oft gesehen? Wenn man geschäftlich so viel herumkommt, kann man ihn gar nicht übersehen. Geh um die Ecke, überquere einen Platz und er ist da. So geht es schon seit fast einem Jahr. Große Menschenmengen folgen ihm überall hin. Manchmal sind sie so groß, dass sie auf freiem Feld schlafen müssen. Es macht ihm nichts aus, mit Dieben und Huren zu essen und zu trinken. Der Abschaum der Menschheit ist ihm gerade gut genug. Einer von seinen Jüngern, wie sie sich selbst bezeichnen, ist Steuereinnehmer, so ein Halsabschneider. Aber dieser Jesus, na schön, er sagt, es sind nicht die Gerechten, die ihn brauchen, sondern die Sünder. Du hast also einen guten Freund, hä? Bis nächste Woche. Ach, okay. Thank you.
Wir sollten diese Leute fortschicken. Wir haben nichts, was wir ihnen zu essen geben können. Lass sie in die Dörfer gehen, damit sie sich etwas kaufen können. Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen etwas zu essen. Wie? Es sind Tausende von Menschen. Wir können sie nicht satt machen. Ist noch was zu essen da? Das ist alles, was wir haben. 5 Laib Brot und 2 Fische. Legt die Brote und die Fische in die Körbe. Und gebt sie dem Volk. Und macht schon. Worauf wartet ihr? Tut, was er sagt. Denen, die sich arm im Geist wissen. Denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Wohl denen, die Leid tragen. Denn sie werden getröstet werden. Wohl denen, die sanftmütig sind. Denn ihnen wird die Erde gehören. Wohl denen, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen gesättigt werden. Wohl denen, die barmherzig sind, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wohl denen, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. Wohl denen, die Frieden bringen. Denn sie werden die wahren Kinder Gottes sein. Wohl denen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen wird das Königreich des Himmels gehören. Wohl auch euch, wenn man euch um meinetwillen schmäht, euch verfolgt, euch verdammt, Lügen verbreitet und euch allerlei Böses nachsagt. Freut euch und seid fröhlich. Denn ihr werdet reich belohnt werden im Himmel. Gleich den Propheten, die vor euch auch verfolgt worden sind. Wenn ihr betet, denkt daran, dass euer Vater weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. So soll euer Gebet sein. Unser Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt.
Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe auf Erden sowie im Himmel. Gib uns heute unser täglich Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Übel. Johannes der Täufer kam, aß kein Brot und trank keinen Wein. Und ihr habt gesagt, er ist von Dämonen. Jetzt bin ich gekommen, trinke und esse mit euch. Und ihr werdet zweifellos sagen, dass ich ein Schlemmer und ein Säufer bin. Oh, Rabbi, da tust du uns aber Unrecht. Wir respektieren das, was du tust. Aber inwieweit bist du bereit, unsere Gesetze zu akzeptieren? Wie wir gehört haben, heilst du am Sabbat Kranke. Willst du nicht, dass unser Volk den Sabbat heiligt? Wenn einer von euch ein Schaf hat und es fällt an einem Sabbat in eine Grube, würde er nicht gehen und es rausholen? Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Wir verstehen, was du zu sagen versuchst. Aber ist es nicht verwirrend für die meisten Leute? Wir leben nach dem Gesetz. Wenn wir zulassen, dass das Gesetz durch Ausnahmen verwässert wird, sind wir verloren. Das Gesetz gibt mir Sicherheit. Es ist ein Führer für meine ganze Lebensweise. Ein Maß, um beurteilen zu können, dieser Mann hat Recht, der andere Mann nicht. Du sollst nicht verurteilen. Aber du, als ein Sohn Israels, du weißt, wir haben die Pflicht, uns fernzuhalten von den Sündern und makellos zu sein und gerecht. Aber wer ist gerecht in den Augen des Herrn? Was ist das Herz des Gesetzes? Höre denn, Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Du hast gut gesprochen. Aber es gibt noch ein anderes Gebot. Nicht weniger wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wer ist mein Nächster? Was ist los? Wer ist das? Ist es nicht diese Hure? Ja, ja, die Hure. Was, die wagt es, hierher zu kommen? Was will die hier? Was tut sie? Seht euch das an. Sie besudelt ihn. Hier ist kein Platz für dich, Weib. Also komm jetzt, verschwinde. Simon, setz dich. Aber Rabbi, weißt du, was für eine Frau das ist? Simon, bitte. Simon, als ich dein Haus betrat, hast du meine Füße nicht mit Wasser besprengt. Du hast mich nicht geküsst oder mein Haar gesalbt mit Öl. Sie hat meine Füße benetzt mit ihren Tränen. Und sie getrocknet mit ihren Haaren. Und sie gesalbt mit Öl. Tochter, deine Sünden, und ich weiß, dass es viele sind dir vergeben, denn ich erkenne deine große Liebe. Was war's? Große Liebe. Unsinn, nur Gott vergibt Sünder und nicht der Mensch. Richtig. Tochter, nimm dieses Öl mit und bewahre es auch für mein Begräbnis. Oh,
Maria! Die Schwestern meines Freundes in Bethanien haben mich gebeten, dir entgegenzureiten. Lazarus ist sehr krank, dem Tode nahe. Sag ihnen, ich bin auf dem Weg zu ihnen. Herr, ich habe gebetet und gebetet, dass du kommen mögest. Du hättest Lazarus am Leben erhalten können. Schieb den Stein weg. Aber er ist schon seit 4 Tagen tot und ich fürchte, er fängt schon an zu verwesen. Schieb den Stein beiseite. Erweckung von Toten, höchst ungewöhnlich. Ich wünschte, meine Pflichten hätten mir genügend Zeit gelassen, deinen Jesus selbst mal zu sehen. Das wünschte ich mir auch, dann wäre es nicht nötig, dich davon zu überzeugen, dass er der einzige Mann ist, der Israel den Frieden bringen kann. Der Sanhedrin sollte beschließen, Jesus zum König von Judäa auszurufen und den Römern sagen... Was? Sieh, Cäsar, wir haben einen neuen König. Ein aus dem königlichen Hause Davids, einen, in den wir alle unser Vertrauen setzen, der Frieden predigt, Toleranz und Liebe, selbst euch Römer. Du kannst also unbesorgt deine Truppen abziehen, wir brauchen sie nicht mehr. Du hast es ausgezeichnet formuliert. Nun gut. Er ist ein Prophet, da kommt er. Es ist wahr, er hat Lazarus auferweckt von den Toten. Jesus von Nazareth. Er ist ein Prophet. Ein großer Prophet. Ein Prophet? Auf einem Esel? Feier hat gesagt, jubel Jerusalem, Tochter Zion, spricht Gott, dein König, zu dir demütig und bescheiden. Er ist da und reitet auf einem Esel. Du bist die Hoffnung Israels. Thank you.
die sonst so fromme Stadt, die Gerechtigkeit geübt und gewahrt hat. Aus ihr wurde eine Hure. Was redet ihr denn? Habt ihr nicht gewusst? Habt ihr nicht gehört? Ist es euch nicht von Anfang an gesagt worden? Wie im Opfer spricht der Herr. Rabbi, mein Name ist Zera. Ich bin ein Schriftgelehrter an diesem heiligen Ort. Und ich, wie auch meine Brüder, habe deine Mission mit großem Interesse verfolgt. Wir haben gute Dinge von dir gehört und freuen uns. Aber was du heute hier getan hast, erschreckt und überrascht uns. Willst du ihn zerstören, diesen heiligen Tempel? Der Tempel ist nicht bloß Stein. Er ist das Haus Gottes. Er kann nicht zerstört werden, solange Gott in ihm wohnt. Zerstört diesen Tempel. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. In 3 Tagen? Wahnsinn. In 46 Jahren wurde dieser Tempel erbaut. Und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Du sagst es. Aber du hast nicht verstanden. Meister Zera! Oh, mein teurer Judas. Du hast schon recht, ein Jesus von Nazareth hat sehr wenig politischen Verstand. Aber er ist ein außergewöhnlicher Mann. Und wir werden seine Mission weiterhin verfolgen, mit großem Interesse. Amos ermordet wurde, hat er uns noch sagen lassen, dass wir dir trauen sollen. Unsere Brüder sind bereit. Einige von ihnen sind Tempelwächter. Unser Tag der Rache und der Abrechnung mit den Römern ist gekommen. Jeden Tag wird ihr Würde fester. Unser Volk wird sich an die Unterdrückung gewöhnen. Aber wenn du es führst, mit unseren Schwertern im Rücken, wird es sich erheben und wir können es kämpfen lernen. Nein, sag uns, was wir tun sollen. Was immer du sagst, wir werden dir folgen. Ich sage, liebet eure Feinde und vergebet denen, die euch Böses tun und euch verfolgen. Aber die Römer haben Hunderte von Unschuldigen umgebracht, junge Menschen, alte Menschen, Leben ohne Gnade und Gerichtsverfahren ausgelöscht. Wir müssen dem Schwert mit dem Schwert begegnen. Alle, die zum Schwerte greifen, werden umkommen durch das Schwert. Aber wir müssen das Weinen und Wehklagen in Israel beenden. Dein Eifer macht dich blind für die Wahrheit. Das neue Jerusalem wird nicht durch Mord und Aufruhr gebaut werden. Der Löwe wird ruhen bei den Lämmern. Es wird kein Töten mehr sein und kein Zerstören. Und man wird kein Weinen und kein Wehklagen mehr hören. Während wir darauf warten, dass dieser Tag kommt,
liegt unser Volk in Trauer und Verzweiflung. Barabbas. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran so Besonderes? Dass du und selbst die Steuer einnehmen. Wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, halte ihm die andere auch hin. Wenn einer dir deinen Rock wegnehmen will, gib ihm auch deinen Mantel. Gib jedem, der dich um etwas bittet. Diener gingen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden. Böse ist das die Zenturie. Und alsbald war der Hochzeitssaal voller Menschen. Störst. Verzeih mir, wenn ich dich störe, Rabbi. Aber ich bitte dich um einen großen Gefallen. Ich habe einen Diener in meinem Haus. Und er ist gut. Er ist mir fast wie ein Sohn ans Herz gewachsen. Er ist schwer krank. Ich fürchte auf den Tod. In aller Bescheidenheit möchte ich... Möchtest, dass ich mitkomme in dein Haus? Also gut. Ich komme mit. Nein. Ich bin es nicht wert, dass du dich unter mein Dach begibst. Ich weiß, dass du nur ein Wort zu sagen brauchst und mein Diener wird gesund. Ich bin ein Mann, der höherem Befehl untersteht. Mir selbst untersteht eine Hundertschaft von Soldaten. Und wenn ich zu einem von ihnen sage, tu dies, weiß ich, es wird geschehen. Oder wenn ich zu einem sage, geh dahin, weiß ich, er wird gehen. Ich brauche es nicht zu sehen. Ich weiß es. Hört ihr diesen Mann? Ich sage euch, solchen Glauben habe ich selten in Israel gefunden. Geh nach Haus. Dein Glaube hat deinen Diener gesund gemacht. Er ist also ein Freund der Römer. Decius! Decius! Decius, komm nach Haus, es geht ihm gut. Markus ist gesund, dein Diener ist geheilt. Ja, wirklich, komm mit. Komm, Decius, komm, überzeuge dich selbst. Ich habe meinen Augen nicht getraut, er ist gesund. Und komm schon. Schnell nach Haus, sieh selbst. Denn der Größte unter euch ist, soll euer Diener sein. Gleich dem Menschensohn, der nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Kommt zu mir, alle, die ihr euch müht und schwer beladen seid, und ich werde euch erquicken. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ihr werdet fragen, wann haben wir das alles für dich getan? Wer immer das tut, für den geringsten meiner Brüder, der tut es für mich. Meister, dieses Weib hat gesündigt! Steinigt sie! Steinigt sie! Steinigt sie! Meister, was sollen wir tun? Diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Sie sollte bestraft werden, wie es das Gesetz verlangt. Was sagst du? Antworte, Meister. Wir wollen deine Meinung hören. Ja, sag es uns. Muss sie nicht gesteinigt werden? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Komm schon.
Nein. Wo sind deine Ankläger? Ist hier jemand, der dich verurteilt hat? Nein. Niemand. Also werde auch ich dich nicht verurteilen. Geh und sündige nicht mehr. Tut keinem anderen etwas an, was ihr nicht wollt, dass er euch antut. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Vergebt, und euch wird vergeben werden. Ihr sollt vollkommen sein, so wie auch unser himmlischer Vater vollkommen ist. Bittet um diese Gabe, und sie wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopfet an, und es wird euch geöffnet werden. Welcher Vater weist sein Kind zurück? Wenn ihr nun, die ihr unvollkommen seid, euren Kindern geben könnt, was gut für sie ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes denen geben, die ihn bitten? Möge der Herr dir Glück und Freude schenken. Gott gebe dir Gesundheit und Wohlergehen. Wendet dem Blinden. Der Blinde. Möge der Herr dir Glück und Freude schenken. Meister, Meister, hier ist er. Oh, vielleicht kannst du zuerst mal sehen. Vielleicht will er gar nicht. Geht ihm viel zu gut als blinder Bettler. Wenn er sehen könnte, gäbe ihm niemand etwas. Lass mich los! Weg, fass mich nicht an! Meister, der Mann ist blind geboren. Er hat sich mit seinem Leben abgefunden. Warum es ändern? Er lebt in Dunkelheit. Und solange ich auf der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Oh, oh, weg, fass mich nicht an! Oh, oh, du tust mir weh! Meine Augen brennen! Was hast du mit ihnen gemacht? Was hast du auf sie getan? Geht und wascht deine Augen. Zum Ablutionsbecken! Ja, das wollen wir sehen! Der hat sein ganzes Leben lang kein Wasser angerührt! Auf die Beine! Über den Mann, der dich geheilt hat. Er ist ein Prophet. Da gibt es keine Zweifel. Was sagst du? Du hast deine Sehkraft von Gott erhalten, nicht von diesem Mann. Er ist ein Sünder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich war blind. Ich war immer blind. Und jetzt kann ich sehen. Es ist ein Wunder. Ich muss zu diesem Mann gehen und ihm danken für das, was er für mich getan hat. Wo ist er? Thank you.
Ich kann sehen. Ich kann sehen. Glaubst du an des Menschen Sohn? Wer ist er, Meister? Damit ich an ihn glauben kann. Du hast ihn schon erblickt. Es ist der, der mit dir redet. Ich glaube an ihn. Dieser unverschämte Lügner ist nie blind gewesen. Er hat immer nur vorgegeben, blind zu sein, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und was hast du dazu zu sagen? Dass du Blinde sehend machen kannst? Ich bin in diese Welt gekommen, um die sehend zu machen, die nicht sehen können. Und um die blind zu machen, die sehen können. Was meinst du damit? Dass wir, die wir gerecht sind, blind sind? Wenn ihr blind wärt, wärt ihr frei von Sünde. Da ihr aber sagt, wir sehen, seid ihr nicht frei von Sünde. Habt ihr es gehört? Dieser Mann ist vom Teufel besessen. Es ist ein Schwindler, ein Einführer, der Mann ist wahnsinnig. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, die ihr alle seid. Vor den Buchstaben des Gesetzes verbeugt ihr euch, aber das Herz des Gesetzes verletzt ihr. Ihr seid wie weiß übertünchte Gräber, die äußerlich hübsch aussehen, aber inwendig voller Totengebein, Unflat und Verwesung sind. Ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen. Nicht bevor ihr zu rufen bereit seid, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Denn ich und mein Vater, wir beide sind eins. Er ist ein Gotteslästerer. Du sprichst nicht für das Volk von Israel. Mir mal an. Pass auf die Soldaten auf. Ist gut. Ich komme, um euch meine Hilfe anzubieten. Meister Nikodemus. Ja, ich muss euch zur Vorsicht raten. Ihr seid in Gefahr. Bewege deinen Herrn dazu, sich fernzuhalten von öffentlichen Plätzen. Gott muss dich gesandt haben, sag du's ihm, Meister Nikodemus. Komm. Meister? In Kürze findet eine Versammlung des Sanhedrin statt. Du hast dort viele Feinde, aber auch Freunde, die wissen, dass du der Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, und in deinen Worten sprechen, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und dennoch ist Unruhe in meinem Herzen. Und mein Verstand ist verwirrt. Du musst mir helfen, die Wahrheit zu sehen. Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, Nikodemus, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Wiedergeboren? Kann ein Mensch ein zweites Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen?
Was aus Fleisch geboren worden ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren worden ist, ist Geist. Wundere dich nicht, wenn ich gesagt habe, ihr müsst wiedergeboren werden. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn sandte. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vernichtet wird, sondern das ewige Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Er hat ihn gesandt, um die Welt durch ihn zu retten. Ist dir eigentlich klar, was du da sagst, Meister Nikodemus? Das Kommen des Messias ist das Herzstück unseres Glaubens. Warum sollte er nicht jetzt gekommen sein? Warum stellen wir uns vor, dass sich unser Erlöser offenbart in Pracht und Glanz? Ein neuer Salomo und ein neuer David. Darf Gott nicht den wählen, den er wünscht? Selbst den Sohn eines armen Tischlers aus Nazareth? Wer sind wir, dass wir entscheiden wollen, welchen Weg Gott wählen sollte, um seinem Volk zu helfen? Wir... Wir sind Körner. Meister Nikodemus, ich hatte immer Achtung vor dir. Wie soll ich das verstehen, dass du diesen Mann verteidigst? Dessen Mission offensichtlich unser Volk spaltet. Es sind nicht die Worte des Galiläers, die wichtig sind, oder die sogenannten Wunder. Selbst die Tatsache, dass ihm die Menge zujubelt und in ihm den Messias sieht, das ist gar nicht so wichtig. Der springende Punkt in diesem Fall ist, dass dieser Mann, ich wage selbst kaum es auszusprechen, dieser Mann wagt es von sich selbst zu behaupten, er sei der Sohn Gottes. Unser Gesetz sagt, der Prophet, der behauptet, Dinge im Namen Gottes zu sagen, Dinge, die Gott nicht befohlen hat, dieser Prophet muss sterben. Wie dem auch sei. Unter römischer Okkupation Kaiphas darf das Volk Israels ohne weiteres seine Ziege töten. Aber kein Mensch. Danke, Zera, dafür, dass du uns an unsere Wirklichkeit erinnerst. Dann muss er von den Römern angeklagt und für schuldig befunden werden. Aber Kaiphas, wir haben ihn noch nicht für schuldig befunden. Nach unserem Gesetz kann ein Mann nicht verurteilt werden, bevor er nicht verhört worden ist von den Ältesten von Israel. Er muss heute noch ergriffen werden. Es könnte noch viel mehr Unruhe unter der Bevölkerung hervorrufen, wenn unsere Tempelwächter auf die Suche nach ihm gehen. Niemand weiß, wo er und seine Jünger sich verstecken. Sie bleiben nie länger als eine Nacht am gleichen Ort. Ich denke, ich weiß, wie man ihn erreichen kann. Ich bin jetzt nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht nachkommen. Von nun an wird es nicht mehr das Brot sein, das unsere Väter in der Wüste aßen auf dem Weg in die Freiheit. Dieses Passamahl ist für euch heute der Übergang aus der Gefangenschaft des Todes in die Freiheit des Lebens. Dies ist das Brot des Lebens. Esst es. Denn dieses ist mein Leib. Und tut es stets in Erinnerung an mich. Nicht mehr getrunken werden in Erinnerung an den Bund, den Gott mit unseren Vätern am Berg Sinai geschlossen hat.
Dies ist mein Blut. Und jetzt gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Keine Liebe ist größer als die eines Menschen, der sein Leben hingibt für einen Freund. Wenn ihr einander liebt, wie ich euch, werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Sohn, damit dein Sohn auch dich verherrliche. Erhalte in deinem Namen die, die du mir gegeben hast. Ich bitte nicht nur für sie, sondern auch für die, die an mich glauben durch ihr Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lass es geschehen. Nach deinem und nicht nach meinem Willen. Das ist deine Stunde, Judas. Oh, Meister. Du verrätst deinen Meister mit einem Kuss. Das ist der Mann. Ergreift ihn. Los, beeilt euch, nehmt ihn fest. Judas! Was ist los? Du Verräter! Nein! Nein, Andreas! Judas, was? Petrus, hört auf mich. Die einzige Möglichkeit, wie der Meister sich retten kann, ist, dass er sich dem Sanhedrin stellt. Sie werden ihn töten. Oh. Nehmt alle fest! Zehre!
hast mich gesucht, Zera. Und du hast mich gefunden. Lass sie gehen. Führt ihn ab. Ich muss Zera sprechen. Ist er hier drin? Habt ihr ihn hierher gebracht? Nein. Jesus! Ich verstehe diesen Mann. Zera, also wo ist diese Begegnung mit Kaiphas? Ich muss dabei sein, mit Jesus. Begegnung? Es gibt keine Begegnung. Was? Es findet ein Gericht statt. Dein Jesus ist der Gotteslästerung angeklagt. Du bist uns eine unschätzbare Hilfe gewesen, Judas. Besuch mich mal wieder, wenn alles vorüber ist. Was du wolltest. Und jetzt verschwinde. Ja, los, mach, dass du wegkommst. Alle Ältesten sind heute Abend da. Ja, und auch Nikodemus. Meister Nikodemus. Jesus, es liegt nicht in unserer Absicht, dich wie einen Verbrecher zu behandeln, aber wir wünschen, dass du vor dieser Versammlung erklärst, was ist das für eine Doktrin, die du mit deinen Jüngern überall verbreitest, in Judäa. Ich habe in aller Öffentlichkeit frei und offen zur Welt gesprochen. Ich habe nie etwas im Geheimen gesagt. Warum fragst du mich? Frag doch all die, die mich gehört haben. Sie sind meine Jünger. Kaiphas, ich habe ihn predigen hören. Ich finde nicht das Geringste an seiner Lehre, das die Grundprinzipien unseres Glaubens in Abrede stellt. Rabbi. Wir verstehen die Bedeutung von vielen deiner Aussprüche nicht. Du behauptest, du könntest den Tempel zerstören und ihn wieder aufbauen. In 3 Tagen. Niemand könnte den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen. Was er gesagt hat, muss eine symbolische Bedeutung haben. Wir haben oft gehört, dass du gekommen bist, um Liebe und Brüderlichkeit zu bringen. Ich bitte dich, bringe unserer Gemeinschaft heute Abend Frieden. Sag mir, es heißt, dass du von dir selbst behauptest, du seist der Sohn Gottes. Ich beschwöre dich bei Gott dem Lebendigen. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Ich bin es. Und ihr werdet sehen, des Menschen Sohn von nun an sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist unser einziger Gott. Wir haben genug gehört. Überantworten wir ihn dem Prokurator Pontius Pilatus. In dessen Händen die letzte Entscheidung liegt. Für Gericht und Urteil spricht. Sohn Gottes! Tretet ihn! Steinigt ihn! Gotteslästerer! Geschehen. Sie bringen ihn zu Pontius Pilatus. Na, was das bedeutet, wissen wir ja alle. Augenblick mal. Dich kenne ich doch. Du warst doch auch bei diesem Jesus. Du bist einer von seinen Jüngern. Nein, ich kenne ihn nicht. Er ist einer. Schaut! Na klar, ich kenne den Mann. Er war immer in seiner Begleitung. Lass mich! Von Jesus, einer seiner Jünger. Lass sie nicht laufen! Das stimmt nicht. Sie irren sich. Ich kenne diesen Jesus, von dem Sie sprechen, nicht. Ich habe nie von ihm gehört. Verschwindet! Und ihr verhaltet euch ruhig!
Wisst ihr nicht, dass ihr hier auf geheiligtem Boden seid? Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, du kennst mich nicht. Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Er nennt sich selbst der Christ, was bedeutet der Gesalbte. Danke. Ich kann auch etwas Griechisch. Prokurator, für uns ist dieser Mann Jesus ein Gotteslästerer. Wären wir eine Nation mit eigener Regierung, hätten wir das Recht, die Strafe zu fordern, die nach dem Gesetz Moses für Gotteslästerung vorgeschrieben ist. Er hat einen triumphalen Einzug in Jerusalem gehalten und sich selbst König der Juden genannt. Ein Anspruch, den wir entschieden zurückweisen. König der Juden. Nun, was immer er sonst noch getan haben mag, ein solcher Anspruch ist Verrat. Stimmt, stimmt. Also gut. Ich werde mit ihm reden. Holt ihn rein! Ist das der Mann, den ihr für so gefährlich haltet? Der Mann, der danach trachtet, König zu sein? Komm! Komm, komm, komm! Also, die Führer des Sanhedrin klagen dich an, eine verfälschte Lehre zu predigen. Und sie sagen auch, dass du dich selbst König der Juden nennst. Nun, bist du der König der Juden? Wäre mein Königreich von dieser Welt, hätten meine Jünger gekämpft, um zu verhindern, dass ich den Juden überantwortet werde. Oh, du sprichst von einem Königreich. Also müsstest du auch König sein. Bist du ein König? Ich bin es. Ich bin dazu geboren worden, Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Alle, die die Wahrheit lieben, können meine Stimme hören. Und was ist die Wahrheit? Nein, dieser Mann ist kein Verbrecher. Er ist ein Träumer. Schafft ihn raus, führt ihn ab. Lasst ihn geiseln als Zeichen römischer Gerechtigkeit. Das sollte ihn aufwecken. Ja, Herr. Ich habe ihn als König in Jerusalem einziehen sehen. Seht ihn euch jetzt an. Schöner König, König was? Der Juden. Oh, den müssen wir auch königlich meins verkleiden. Nimm davon da was. Bring doch genug. Ah ja, gut, nehm mir das. Hier, königliche Majestät. Hier. Dreh dich um. Königliche Majestät. Hey, hey, Augenblick mal. Wenn er ein König ist, dann braucht er eine Krone. Hey, Majestät. Erlauchte, erhabene Majestät.
Ich habe sie. Eine Königskrone. Welch ein Mensch. Nun, was hast du jetzt zu deiner Verteidigung zu sagen? Sprich! Bist du? Was bist du? Sag etwas! Willst du mich nicht verteidigen? Willst du sterben? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben oder dich kreuzigen zu lassen? Aus Anlass des Passafestes, an dem der Prokurator einen Gefangenen freigeben kann, der zum Tode verurteilt ist? Als ein Akt der Gnade? Ja, diesen Brauch gibt es noch. Und wir haben ja zwei Gefangene. Barabbas und Jesus. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Das Volk wird entscheiden. Bringt ihn weg! Führt den Mann raus. Hast du vergessen? Schreit Barabbas. Gut. Hey, hey, hey! Hör zu! Ihr beiden auch, hör zu! Wenn ich das Zeichen gebe, schreit ihr alle Barabbas. Barabbas hat gekämpft für euch. Lasst ihn nicht im Stich. Wir müssen sagen, Jesus ist ein gerechter Mann. Ja, um ihn geht... Wir müssen vorbereitet sein. Barabbas muss unter allen Umständen freigelassen werden. Also, wir werden uns gut verhalten. Seiner Großmütigkeit und seines Wohlwollens hat unser göttlicher Kaiser beschlossen, dass der Brauch weiter besteht, einen Gefangenen, der zum Tod verurteilt ist, zu Ehren eures Passafestes zu begnadigen und freizulassen. Wir haben zwei Gefangene. Der eine, Jesus von Nazareth, des Hochverrats angeklagt, dadurch, dass er sich selbst zum König der Juden erklärt hat. Wehe dem, der nach diesem falschen Propheten ruft, der kann was erleben. Und sowas will König der Juden sein. Was ist mit ihm geschehen? Der andere,
Barabbas. Angeklagt des Aufruhrs und der Ermordung eines römischen Soldaten. Von den beiden soll freigegeben werden. Jesus von Nazareth? Oder Barabbas? Nicht laufen lassen. Nein, wir können Barabbas nicht davonkommen lassen. Jetzt kommen wir den Soldaten nicht zu. Dann soll geschrieben werden, dass Jesus von Nazareth des Verrats für schuldig befunden wurde. Der Urteilsspruch lautet: Tod durch Kreuzigung. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
der bist, der du sagst. Du sagst, du bist der Messias. Warum hilfst du dir dann nicht selbst? Und uns? Lass ihn in Ruhe. Fürchtest du Gott nicht? Selbst nicht in deiner Todesstunde? Wir haben den Tod verdient. Denn wir sind zu der gerechten Strafe verurteilt worden. Für unsere Verbrechen. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich gekommen bist. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Haben andere geholfen? Warum redet er sich selbst, wenn er dem Messias ist? Sie ist deine Mutter. Kannst du das beweisen? Hey. Jesus. Sie ist seine Mutter. Andere hat er gerettet. Warum kann er sich selbst jetzt nicht retten? Den Propheten Elias. Nein, er ruft nicht den Elia. Er zitiert die Schriften. Selbst jetzt noch ans Kreuz genagelt, zitiert er die Schriften. Befehle ich meinen Geist, es
vollbracht. Erlaubnis erteilt, bevor er nach Caesarea zurückkehrt. Ja, yes. Ja. Aber du verstehst nicht, warum, warum solltest du? Es ist von entscheidender Bedeutung für uns zu wissen, wo sich das Grab befindet. Bei allem Respekt, warum ist es von solcher Bedeutung? Der Mann ist tot. Nun, da du fragst. Es sind Gerüchte im Umlauf, dass dieser Jesus von den Toten aufersteht. Und das glaubst du? Es könnte sich unter den Abergläubigen herumsprechen. Seine Anhänger könnten leicht seinen Leichnam heimlich entfernen und dann darüber reden, dass sie Zeugen der Auferstehung waren. Meine Frage, kann das Grab bewacht werden? Nichts kann euch daran hindern, es zu bewachen. Natürlich nicht, aber die Bewachung muss von euch Römern durchgeführt werden. Warum? Wenn wir unsere eigenen Tempelwachen einsetzen, könnten seine Jünger sagen, er sei in Wahrheit auferstanden, aber seine Feinde leugneten es. Was für ein Mensch bist du eigentlich, wenn ich das fragen darf? Ha? Sein Tod ist nicht genug für dich? Ich glaube, dass dein Prokurator, wäre er jetzt hier, mir beipflichten würde, wenn ich sage, dieser Jesus könnte noch viel gefährlicher werden jetzt, wo er tot ist. Wer seid ihr? Wo wollt ihr hin? Wir sind die Angehörigen von Jesus von Nazareth, der hier liegt. Was wollt ihr? Das Grab betreten. Wozu das? Weil wir die Leiche salben wollen. Wir bringen frische Leinentücher, Kräuter und Gewürze. Es ist bei uns so Brauch. Warum habt ihr das nicht getan, als er ihn gebracht hat? Weil der Sabbat begann und wir nichts kaufen konnten. Was meinst du? Sind ja nur drei Weiber. Lass sie gehen. Na schön, geht in Ordnung. Ihr würdet eine Armee brauchen, um den Stein wegzurücken. Also dann gehen wir zusammen. Hey, Lentulus, wach auf! Komm mit uns! Markus, du bewachst die Brücke. Und die Priester auch. Sind immer noch da. Kann es kaum noch abwarten, von hier wegzukommen. Zurück nach Rom. Wo wollt ihr denn hin? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?
Jesus ist da nicht. Strengsten Befehl und nicht einer hat sich dem Grabe genähert. Und diese jüdischen Priester oder was sie auch immer sind, waren die ganze Zeit bei. Wer hat denn dann den Stein weggerückt? Ihr glaubt mir nicht. Ich sage euch, ich habe ihn gesehen. Es war unser Herr! Maria, Maria! Johannes. Oh, Johannes. Du glaubst mir doch. Du. Maria. Du bist müde. Bitte. Bitte geh nach Hause. Ich habe ihn gesehen, Johannes. Ich habe ihn gesehen. Er hat mir aufgetragen, es euch zu sagen. Und ich habe es getan. Genau das habe ich befürchtet. Seine Jünger müssen in der Nacht gekommen sein. Sie haben den Stein weggerückt und den Leichnam herausgeholt. Ich hatte Wachen aufgestellt, wie du es gefordert hast. Und eure Priester waren auch hier. Alles beginnt. So steht es geschrieben, dass des Menschen Sohn leiden müsse und am dritten Tage von den Toten auferstehen würde, um in seine Herrlichkeit einzugehen. Ihr alle werdet meine Zeugen sein. Jetzt ist mein Vater im Himmel versöhnt mit der Welt. Und so wie er mich gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Empfangt den Heiligen Geist. Geht wie Lämmer unter die Wölfe. Macht Jünger aus Menschen aller Nationen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie das Evangelium und die Gebote, die ich euch gegeben habe. Jetzt verlasse ich diese Welt wieder und gehe zum Vater. Bleibe bei uns, denn es wird Abend und der Tag geht zur Neige. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Thank you.
Sie haben von Jesus gehört und auch von dem lebendigen Gott durch das Lesen der Bibel, vielleicht durch ein Buch, vielleicht haben Sie auch im Internet eine Predigt gehört. Wie auch immer, Sie haben sich davon überzeugt, dass der Weg mit Jesus der richtige Weg ist zum ewigen Leben. Und jetzt taucht bei Ihnen die Frage auf, wie kann ich diesen Jesus ganz persönlich erfahren? Wie kann ich ihn in mein Leben einladen, dass ich gewiss bin, dass ich wirklich am Ende meines Lebens wirklich das Ziel erreicht habe und wirklich einmal ewiges Leben bei Gott haben werde? Diese Frage ist jetzt so bei Ihnen entstanden und Sie wollen jetzt wissen, wie kann ich das ganz praktisch tun? Und das will ich Ihnen in wenigen Worten versuchen zu erklären. Ich werde auch ein Gebet sprechen, das Sie dann nachsprechen können, sodass wir diesen Schritt einmal jetzt Punkt für Punkt nacheinander hier vorführen werden. Das Erste, wenn wir zu Gott kommen, ist, dass er uns sagt, wer sind wir überhaupt? Gott tut das so wie ein Arzt, zu dem wir hingehen und uns untersuchen lassen. Und er stellt fest bei dieser Untersuchung, wir alle, das gilt für alle Menschen ohne Ausnahme, wir sind todkrank. Ja, wirklich todkrank. Das sagt uns Gott im Römerbrief, Kapitel 1. Und da wird uns diese Krankheit beschrieben, unter der wir alle leiden. Und ich lese einmal zwei Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Verse 23 und 24. Und da steht, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Gott stellt also fest, ohne Ausnahme, das gilt für alle Menschen, die über diese Erde gehen, wir haben alle gesündigt. Was ist Sünde? Sünde ist das, dass wir nicht den Willen Gottes getan haben. Ich konnte schon als 5-jähriger Junge lügen. Und ich glaube, das wird jeder nachvollziehen können, das tun wir alle. Meine Mutter hat mir das nie beigebracht und trotzdem konnte ich das. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Ja, wir sind gefangen in dieser Welt und sind von der Sünde umfangen und wir tun sie, ob wir es wollen oder nicht, es wird so sein. Die Bibel aber sagt uns, dass Lüge Sünde ist, also Übertretung von Gottes Gebot. Und die Bibel sagt uns weiter, dass wir auch mit einer einzigen Sünde schon nicht in den Himmel kommen könnten. Also wir sehen, wir stecken in einer Krankheit, die zum Tode führt. Und die Frage ist jetzt, ob es dazu davon Heilung gibt. Und die großartige Botschaft des Evangeliums ist, es gibt Heilung. Und zwar gibt es Heilung für jeden Menschen, für jeden, ohne Ausnahme. Wir müssen aber zunächst erkennen, dass die Sünde etwas ist, was uns den Zugang zum Reich Gottes versperrt. Mit unserer Sünde kann niemand das Reich Gottes sehen. So sagt das Gott sehr deutlich. Das heißt, wir müssen also die Sünde loswerden, wenn wir es einmal gut haben wollen im Himmel. Dort, wo Jesus ist und dort, wo Gott ist. Diesen Platz gibt es. Es gibt auch den anderen Platz, die Hölle, das ewige Verlorensein. Und das haben wir ja aus dem Vortrag gehört oder wo auch immer wir davon Kenntnis haben. Es gibt diese beiden Wege jenseits der Todesmauer. Und nun ist das große, wichtige, was geschehen ist in dieser Welt. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, kam in diese Welt mit dem einen einzigen Ziel, um die Sünde der Menschen zu tragen. Der Preis war hoch, er starb dafür am Kreuz, sein Blut wurde vergossen und damit war die Sünde der ganzen Welt bezahlt und damit auch meine Sünde und auch ihre Sünde. Wir können also Sünde nicht begleichen durch 7 gute Taten oder eine große Spende oder irgendetwas Sonstiges. Sünde ist durch nichts Menschliches zu begleichen. Das müssen wir erstmal erkennen. Aber Gott kann es tun und er hat es getan. Und diese Botschaft vom Kreuz, die uns rettet, ist die Botschaft, wie uns Sünde vergeben wird. Und wir werden gleich sehen, da ist nichts Kompliziertes dran, weil Gott es uns sehr einfach gemacht hat. Und davon lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9.
wie wir diese Sünde loswerden können. Und da steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein gewaltiger Vers mit einer gewaltigen Aussage, die hier steht. Hier steht, wenn wir unsere Sünde einsehen und ihm das bekennen, wem? Dem Herrn Jesus, dann ist er treu und gerecht. Treu soll hier heißen, was er sagt, verspricht er und das hält er immer ein. Dann will er uns alle Sünden vergeben und zwar komplett, 100%. Das heißt also, alle Sünde, die wir bis zum heutigen Tage angesammelt haben von Jugend an, und das wird ein ziemlicher Berg sein, den will Jesus vergeben. Und zwar jedem, der zu ihm kommt, ohne Ausnahme. Das ist zunächst mal ganz gewaltig, dass jeder kommen kann, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, ob gesund oder krank. Es gibt keine Bedingung. Die einzige Bedingung, wenn man überhaupt von einer Bedingung hier sprechen kann, ist, dass wir es wollen. Dass wir uns auf den Weg machen und sagen, ich möchte einmal auch ewiges Leben im Himmel haben. Und hier verspricht Jesus, wenn wir darum bitten, dass er uns alle Schuld vergibt, dann tut er das. Und zwar in jedem Fall und auch bei jedem Menschen, der das tut. Und man kann sich nur wünschen, dass das möglichst viele Menschen tun, denn im Himmel gibt es ganz viel Platz. Es kann also jeder sich auf den Weg machen. Wenn hier steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, können Sie sagen, was Sie genau heute vor einem Jahr gesündigt haben? Natürlich nicht, das kann keiner. Wir haben es längst vergessen, wir wissen es nicht. Aber Jesus, der allwissend ist und alle Dinge weiß, kennt auch jede einzelne Sünde unseres Lebens. Jede ist ihm bekannt, keine ist verloren gegangen, alle kennt er. Und wenn wir jetzt sagen, Herr Jesus, nimm alle diese Sünde weg, dann stehen wir hier vor diesem Versprechen, dass Jesus gesagt hat, ja, das tue ich, ich nehme dir jede Sünde ab. Was ist das für eine wunderbare Botschaft? Und das ist die Botschaft der Rettung durch das Evangelium von Jesus. Und Sie sind ja gekommen, um diesen Film zu sehen, dieses Video sich anzusehen, wie das geht. Und jetzt können Sie, wenn Sie das wollen, mitsprechen. Ich spreche Ihnen jetzt ein Gebet vor. Ganz frei, es muss nicht dieses Gebet wortwörtlich sein, man kann es auch anders sagen, aber ich gebe Ihnen jetzt einfach so ein Beispiel, dass Sie mitbeten können. Nach jedem Satz werde ich eine Pause machen und dann können Sie den Satz, den ich gesprochen habe, selbst nachsprechen und machen dieses Gebet zu Ihrem eigenen Gebet. Das wollen wir jetzt so praktizieren. Also, beten wir jetzt zu Jesus. Sprechen Sie laut, vernehmlich am besten mit, bis das ganze Gebet zu Ende ist. Also starten wir. Herr Jesus Christus, ich habe von dir gehört und ich weiß jetzt, wer du bist. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist derjenige, der am Kreuz war und du warst ganz persönlich für meine Sünden am Kreuz. Das habe ich erkannt. Und mir ist auch bekannt, dass ich die Sünde nirgendwo abladen kann. Niemand kann mir meine Sünde abnehmen. Nur du allein, Herr Jesus. Und darum komme ich jetzt zu dir. Und ich bitte dich, Herr Jesus, nimm jetzt jede Sünde aus meinem Leben heraus. Jede. Von meiner Kindheit an. Ich verlasse mich darauf, was du hier in diesem Vers zugesagt hast. Und ich vertraue dir, dass du mein Gebet erhörst. Ich vertraue dir,
dass du mir jetzt jede einzelne Sünde abnimmst. Bitte, Herr Jesus, tue es jetzt, auch für mich. Ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus. Amen. Können Sie sich vorstellen, dass Jesus dieses Gebet gehört hat und auch erhört hat? Und können Sie sich vorstellen, dass dieses schlichte, einfache Gebet dazu geführt hat, dass Sie alle Schuld des Lebens losgeworden sind? Können Sie sich das vorstellen? Ich kann nur sagen, das ist kaum vorstellbar. Und doch ist es wahr. Jesus vergibt dem Sünder. Er kam in die Welt, um Sünder selig zu machen, um sie reif zu machen für das ewige Leben. Und darum können Sie jetzt ganz gewiss sein, dass auch Ihnen alle Schuld abgenommen ist. Seien Sie ganz gewiss darin. Und dass Sie das wirklich gewiss annehmen können, das lesen wir nochmal im 1. Petrusbrief, wo uns das jetzt bestätigt wird. Und da lesen wir 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Das war der Preis für die Sünde. Und Sie sehen, der Preis war unermesslich hoch. Der Schöpfer selbst hing am Kreuz, trug unsere Sünde und musste sein Blut dort vergießen lassen. Aber wir dürfen wissen, dieses Blut reicht aus für jede Sünde, für jede, ohne Ausnahme, für jede Lüge, für jeden Diebstahl, für jedes böse Wort, für alles. Alles ist damit abgedeckt. Jetzt werden Sie die Frage stellen, wie kann Blut Sünde bedecken? Wie geht sowas? Kann man das verstehen? Und da kann ich Ihnen einfach nur sagen, ich verstehe es auch nicht. Es ist ungefähr so, und so können wir es vielleicht ein Stück weit uns veranschaulichen, wenn wir eine Krankheit haben und zu einem Arzt gehen und der Arzt uns untersucht und eine bestimmte Krankheit diagnostiziert, dann wird er uns eine Medizin geben. Und was machen wir? Gehen wir jetzt zu einem Chemiker und lassen das analysieren, welche Wirkstoffe dort enthalten sind? Natürlich nicht, sondern wir werden die Medizin einnehmen und wenn es die richtige Medizin war, wird es uns helfen. Und schauen Sie, genau das geschieht mit dem Blut Jesu. Wenn wir uns auf dieses vergossene Blut berufen, dann ist damit die Medizin gegeben, die von Sünde befreit. Und jetzt können Sie sicherlich ganz leicht einsehen, dass alles, was wir an menschlicher Tat tun würden, nicht vergleichbar ist mit dem Blut Jesu. Dieses Blut Jesu ist außergewöhnlich und hat die Kraft, Sünde zu vergeben. Und so lesen wir hier gleich am Anfang dieses Verses, denn ihr wisst, das ist eine schöne Aussage, denn das wird uns neu sein, dass wir das wissen dürfen. Das ist ein ganz neues Wissen, was Sie jetzt aufgenommen haben. Nämlich das Wissen, dass alle Schuld des Lebens vergeben worden ist. Nehmen Sie das ganz hundertprozentig an. Vertrauen Sie diesem Wort, es ist nicht mein Wort, es ist das Wort Gottes. Ihnen ist also jetzt jede Schuld vergeben. Da brauchen wir schon noch einige Tage, bis wir das richtig vollständig fassen können. Lesen Sie darum in der Bibel, damit sich diese Aussage festigt. Wir sind jetzt vollkommen befreit von jeder Schuld, die wir in unserem Leben irgendwann auf uns geladen haben. Das gibt Befreiung. Wenn Jesus uns jetzt so befreit hat von aller Schuld, dann können wir ihn einladen, dass er in unser Leben eintritt.
In dieses gereinigte Herz können wir ihn einladen. Und davon spricht das Johannesevangelium im 1. Kapitel, Vers 12. Ich lese erstmal diesen Vers, so wie er hier steht in der Luther-Übersetzung. Und da heißt es: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist ein Vers mit sehr, sehr hoher Informationsdichte, denn hier steht zunächst einmal drin, alle diejenigen, denen Herrn Jesus eingeladen haben, so sage ich es jetzt mit anderen Worten, die werden auf diese Weise Kind Gottes. Na, das ist gewaltig. Wenn wir Kind Gottes werden, sind wir automatisch Erbe Gottes. Gott ist der Eigentümer des Himmels. Er ist der Herr des Himmels, der König des Himmels, ebenso auch wie Jesus. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir Erben und Miteigentümer des Himmels. Das ist gewaltig. Und wie werden wir Kind des lebendigen Gottes? Nun, das steht hier, indem wir den Herrn Jesus in unser Leben hinein einladen. Und auch hier hat der Jesus ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, den nehme ich auch an. Also können wir ganz gewiss sein, wenn wir den Herrn Jesus einladen, dass er wirklich in unser Leben hineinkommt. Er macht Wohnung in unserem Herzen. Und dadurch, wenn der Jesus in unserem Herzen wohnt und wir ihn lieben, dann sind wir damit Bürger des Himmelreiches geworden. Also ein ganz einfacher Vorgang, der Jesus kommt in unser Herz und wir werden dadurch Kind Gottes. Damit haben wir den Himmel gebucht. Und zwar genauso, wie man ein Flugticket bucht, so haben Sie den Himmel gebucht. Nehmen Sie es so ganz wörtlich. Wenn der Jesus in unserem Leben ist, in unserem Herzen wohnt, dann können wir nicht mehr verloren gehen. Dann gehören wir zur ewigen Welt. Das ist ganz großartig. Und das wollen wir jetzt auch in einem Gebet dem Herrn Jesus sagen, dass wir ihn einladen, dass er jetzt in unser Leben kommt. Und ich bitte Sie einfach, weil Sie das ja wollen, dass Sie dieses Gebet auch wieder wie das vorige Gebet Satz für Satz nachsprechen. Also beginnen wir mit diesem Gebet. Sprechen Sie nach einer kleinen Pause, die ich machen werde, einfach das nach und machen das auch hier wieder zu Ihrem eigenen Gebet. Herr Jesus Christus, du hast mir soeben die Schuld meines gesamten Lebens abgenommen. Ich muss sagen, das kann ich noch gar nicht begreifen. Das ist so gewaltig, dass alle Schuld jetzt weg sein soll. Herr Jesus, ich glaube dir, du hast es wirklich getan. Und nun, Herr Jesus, bitte ich dich, kehre du ein in mein Leben. Mache du Wohnung in meinem Herzen und bleibe immer bei mir, immer und ewig. Und ich bin bereit, dir zu folgen, so wie du mich führst. Und ich will es so tun, so gut ich es kann. Herr Jesus, mehr kann ich dir nicht versprechen. So viel, wie es nach meinem Vermögen geht. Aber das will ich tun. Und ich sage ganz bewusst, ich will dir folgen, so gut ich es kann, weil ich mich nicht überschätzen will. Petrus, ein Jünger Jesu, sagte, er wolle mit Jesus durch den Tod gehen. Aber schon kurz danach hat er ihn verleugnet und sagte, ich kenne ihn nicht. So sind wir Menschen. Wir können nicht einhalten, wenn wir etwas so groß versprechen. Und darum, Herr Jesus, sage ich dir, ich will dir folgen, so gut ich es kann. Danke, dass du das annimmst. Danke, dass mein Leben jetzt in deiner Hand ist.
Danke, Herr Jesus, dass du mich angenommen hast, und zwar ohne jegliche Bedingungen. Und ich weiß jetzt, ich darf dein Kind sein. Von nun an gehöre ich zur ewigen Welt. Warum? Weil du mich teuer erkauft hast. Und ich bin jetzt gewiss geworden, dass du auch mich angenommen hast. Danke, Herr Jesus, danke dafür, dass ich dir jetzt gehöre. Amen. Wenn Sie das auch so mitgesprochen haben, dann haben wir das so getan nach dem Willen Gottes. So ist es vor Gott recht, dass wir den Namen Jesu anrufen, dass wir ihn darum bitten, dass er in unser Leben kommt und dass wir von nun an mit ihm den Weg gehen. Die Bibel nennt diesen Vorgang, den wir ebenso praktiziert haben, eine Bekehrung, also eine Hinwendung zu Jesus. Das ist es, was uns rettet. Das ist es, was uns in den Himmel bringt. Und darum hat der Jesus gesagt, und das Wort will ich Ihnen auch noch mitgeben, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 20. Da sagt Jesus: Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also unsere Namen sind eingetragen im Buch des Lebens. Und zwar steht hier, eingeschrieben sind. Also nicht erst werden. Wir sind bereits eingetragen im Buch des Lebens. Jetzt, hier und heute. Vergessen Sie das niemals. Sie haben den Übergang gemacht vom Sünder zum geretteten Menschen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lebe ich jetzt weiter? Zunächst mal würde ich festhalten, stellen wir uns vor, wir würden in der kommenden Nacht sterben. Wo wären wir dann? Nun, ganz gewiss im Himmel. Denn wir haben alle Schuld vergeben bekommen. Damit haben sich die Tore des Himmels geöffnet und wir gehören zur ewigen Welt. Ganz gewiss. Dann wären wir im Himmelreich. Aber nun wollen wir ja nicht gleich sterben. Denn Gott hat ja das Leben uns geschenkt, damit wir leben. Und damit wir in dieser Welt auch etwas ausrichten können und auch diesem Herrn dienen. Das ist ja unsere Aufgabe, dass wir ein Zeugnis sind für die anderen Menschen, die noch nicht errettet sind. Das ist ja unsere Aufgabe. Und jetzt stellt sich die Frage, wie lebe ich jetzt als Christ? Und das so wunderbar, das erklärt uns auch die Bibel in einzelnen Schritten. Und dass wir das auch nie vergessen, wollen wir das erst einmal klar machen, an 5 Punkten, die alle mit G anfangen. Können wir uns leicht merken, wir haben 5 Finger an der Hand, also 5G. Und diese 5G markieren unser Leben, wie wir es jetzt mit Jesus leben, wie wir es jetzt tun. Nun, das erste G ist Gottes Wort. Fangen Sie an, Gottes Wort, die Bibel, zu lesen. Vielleicht haben Sie schon die Bibel gelesen und sind aufgrund der Bibel aufmerksam geworden auf diesen Jesus und sind so heute zu dieser Entscheidung gekommen. Dann ist das gut, wenn Sie gelesen haben. Wenn nicht, dann fangen Sie an und tun Sie es regelmäßig. Tun Sie es so, wie Sie viele Dinge am Morgen schon tun. Sie stehen auf, Sie waschen sich, Sie kämmen sich, Sie frühstücken. Und es sind Dinge, die Sie jeden Tag neu tun, immer wieder. Nehmen Sie einen Punkt noch dazu. Lesen Sie Gottes Wort. Am besten fangen Sie an mit dem Johannesevangelium. Es ist eines der tiefgründigsten Evangelien und auch gleichzeitig das am leichtesten Verständnis zu verstehen. Fangen Sie nicht an im 5. Buch Mose. Das dürfen Sie lesen, aber nicht am Anfang. Lesen Sie jetzt etwas, eine Lektüre, die Sie gut verstehen werden. Und natürlich werden Sie beim Lesen der Bibel auch auf Verse stoßen, wo Sie sagen, das verstehe ich nicht.
nehmen Sie einen Bleistift zur Hand und machen an diesem Vers ein Fragezeichen ran. Und wenn Sie später mehr von der Bibel wissen, dann werden Sie das Fragezeichen ausradieren können, weil sich das inzwischen geklärt hat. Wie viel liest man in der Bibel? Es ist Freiheit angesagt. Lesen Sie 5 Verse, lesen Sie 10 Verse, lesen Sie 12 Verse. Machen Sie es doch genauso wie beim Frühstück, bis Sie satt sind. Es kommt nicht darauf an, dass wir eine riesige Menge an Wort Gottes gelesen haben, sondern es kommt darauf an, dass wir die wenigen Verse, die wir lesen, dass wir darüber nachdenken und sie in uns aufnehmen. Und wenn Sie wollen und auf einen Vers stoßen, der Sie besonders anspricht, lernen Sie ihn auswendig. Das ist etwas Kostbares, wenn wir solche Verse in unserem Leben ansammeln. Tun Sie es also regelmäßig, Gottes Wort zu lesen. Auf diese Weise werden Sie mehr von Jesus erfahren und mehr von Gott. Und auch mehr über uns selbst, denn Gott zeigt uns auch, wer wir selber sind. Damit hätten wir schon das erste G abgehandelt. Jetzt kommen wir zum zweiten G, das ist das Gebet. Es ist gut, dass wir mit Jesus und mit Gott in Kontakt bleiben, denn er ist ja unser Herr. Und mit einem Herrn spricht man, er ist sogar unser Freund, mit einem Freund redet man. Wir sprechen also zu ihm und das Sprechen, das wir zu ihm tun, das ist unser Gebet. Und Gott spricht auch zu uns und er spricht durch sein Wort. Das ist das Reden, wie er zu uns spricht. Und wir sehen, wenn wir regelmäßig sein Wort lesen und regelmäßig beten, dann entsteht ein gesunder Kreislauf. Es ist ein gesundes Gespräch. Und jetzt taucht die wichtige Frage auf, zu wem beten wir? Wen beten wir da an? Die Bibel nennt uns im Neuen Testament nur 2 Adressen. Das ist Gott, der Vater, und sein Sohn, Jesus Christus. Zu diesem Jesus Christus haben sie sich soeben bekehrt. Er ist jetzt ihr Herr. Und diese beiden werden im Gebet angesprochen. Sie können morgens ein Gebet so anfangen: Lieber Vater in dem Himmel, ich danke dir für den neuen Tag. Und ich habe dieses und jenes vor und ich bitte dich im Namen Jesu, hilf mir dabei, dass es gelingt. Das Schöne ist, Jesus ist für alles zuständig und der Vater auch. Dieser große Gott im Himmel, den dürfen wir jetzt Vater nennen. Genauso wie Jesus es gelehrt hat im Vater Unser. Das Vater Unser ist ein schönes Gebet, das wir sprechen können. Aber es ist schön, dass wir auch frei formulieren, was uns auf dem Herzen ist. Das dürfen wir zu Jesus und zu Gott sagen. Also alle anderen Gebetsadressen sind strikt verboten. Also nicht zu Maria beten, nicht zu Allah, nicht zu dem großen Manitou oder was die Menschen alles erfunden haben. Lassen Sie alles weg, egal wie Sie vielleicht früher gebetet haben, zu irgendeinem Gott. Beten Sie nur noch zu dem biblischen Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Manche Leute fragen, und wie ist das mit dem Heiligen Geist? Muss ich zu dem Heiligen Geist auch beten? Antwort: Im ganzen Neuen Testament gibt es nicht einen Vers, wo wir aufgefordert werden, zum Heiligen Geist zu beten. Nun ist aber der Heilige Geist auch Gott. Und manche sagen, wenn er Gott ist, kann ich ihn auch anbeten. Natürlich ist das möglich, aber nirgendwo in der Bibel werden wir dazu aufgefordert. Es ist nicht verordnet von Gott, dass wir zum Heiligen Geist beten, aber wir sind aufgefordert, zu Jesus zu beten. Der Heilige Geist ist sehr wichtig, denn er führt uns in alle Wahrheit ein. Er zeigt uns, wie wir das Wort der Bibel zu verstehen haben. Und wir werden mehr und mehr Erkenntnisse haben. Und diese Erkenntnisse sind uns geschenkt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns in diese Wahrheit ein. Philosophen lesen dicke Bücher und haben viele Bücher geschrieben. Und sie schlagen die Bibel auf und verstehen gar nichts. Und warum nicht? Weil sie es ohne den Heiligen Geist tun. Aber in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekehrt haben, ist der Heilige Geist auch in unser Leben eingekehrt. Und so wird er uns helfen beim Lesen der Bibel. Damit haben wir jetzt schon den 2. Punkt behandelt, das Gebet. Jetzt kommen wir zum 3. G, das ist Gehorsam.
Gott will, dass wir ihm gehorsam sind. Und darum, damit unser Leben gelingt, hat er viele Anweisungen gegeben, die unserem Leben sehr gut sind, die werden uns sehr gut tun. Und er hat viele Anweisungen gegeben, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. In den Geboten steht, dass wir nicht lügen sollen, nicht stehlen sollen, nicht töten sollen. Wir sehen, das sind alles Dinge, die nicht gut sind, wenn wir sie tun würden. Oder schlechte Dinge reden über den Nachbarn oder irgendwelche Leute. Das sollen wir nicht tun. Und wir merken schon, wenn wir alle diese Dinge, die aufgeführt sind, die wir nicht tun sollen, das wird unser Leben schon verändern. Und wenn wir das noch hinzunehmen, was dort geschrieben steht, dann merken wir, unser Leben wird wunderbar verändert. Wir sollen freundlich sein, sogar zu jedermann. Seien Sie freundlich, wenn Sie zu Aldi da einkaufen und an der Kasse sind, sagen Sie der Verkäufer ein freundliches Wort. Oder wenn der Postbote Ihnen die Briefe abgibt, sagen Sie ein herzliches Dankeschön und sagen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hoffentlich kommt kein Regen, dass Sie gut durchkommen. Oder finden Sie gute Worte. Wir sehen, das verändert unser Leben, wenn wir freundlich sind zu anderen Menschen. Das ist Gott wohlgefällig. Wir sehen, indem wir Gott gehorsam sind, wird sich unser Leben ja geradezu radikal verändern. Und was wir tun sollen und nicht tun sollen, das werden Sie im Laufe der Zeit durch das Lesen der Bibel sehr deutlich erkennen. Und wir sehen, so wird sich unser Leben Schritt um Schritt verändern. Machen Sie sich keine Sorge, wenn es Ihnen noch nicht alles gelingt. Wir sind noch nicht perfekt. Wir sind auch nicht ohne Sünde. Manch einer fragt, bin ich jetzt absolut ohne Sünde? Nein. Die Sünde wird nur radikal abnehmen. Sie wird weniger und weniger und weniger. Aber auf einem Null-Level werden wir nicht kommen. Irgendwann brennt uns die Sicherung durch und wir sagen ein böses Wort, was wir vielleicht gar nicht wollten. Und so sehen wir, das ist auch Sünde. Und dann gehen wir wieder zu Jesus und bitten ihn darum, dass er uns vergibt. Wie oft vergibt er uns? Diese Frage hatte auch Petrus, und er sagte, Herr Jesus, ist das gut genug, wenn ich 7-mal vergebe? Und da sagt er Jesus zu ihm, nein, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Also mit anderen Worten, 490-mal. Auch das meint Jesus nicht, sondern er will damit sagen, immer. Vergib immer. Vergib deinen Schuldigern immer. Das ist auch etwas ganz Neues, was in unser Leben hineinkommt, dass wir anderen vergeben, die an uns schuldig werden. Und wenn Jesus so etwas lehrt, dass wir so etwas tun sollen, dann ist er der Erste, der das wirklich auch tut. Er vergibt immer. Wenn wir zu ihm kommen, dürfen wir gewiss sein, er wird uns vergeben. So wie Sie es jetzt erfahren haben, wie er alle Schuld Ihres Lebens auch hinweggetragen hat. Das ist gut zu wissen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der vierte Punkt, das vierte G, und das ist Gemeinschaft. Es war Jesus, der die Gemeinde in dieser Welt gegründet hat. Jesus wollte, dass Menschen, egal wo sie herkommen, aus welcher Nation, aus welcher Sprache, aus welcher Vergangenheit, dass sie sich versammeln in seinem Namen die Bibel lesen, in seinem Namen beten, dass sie Gemeinschaft haben. Und zwar diejenigen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und das ist Gemeinde. Wir leben heute in einer Welt, wo wir große Kirchen haben, aber wenn wir dort genauer hinschauen, versammeln sich dort nicht nur Menschen, die sich einmal zu Jesus bekehrt haben, sondern sie kommen einfach so zusammen. Und ich bin bezüglich der Kirchen in Deutschland etwas skeptisch, weil so viele Themen dort behandelt werden, die mit dem Reiche Gottes nichts zu tun haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich bekehrt habe, ich ging auch zur evangelischen Kirche, zu der ich gehörte, und dann sagte der Pastor mir, Jesus ist nie auferstanden. Also das hat mich umgehauen. Ich habe mich zu Jesus bekehrt, zu dem lebendigen Herrn, der war in mein Herz gekommen, und er sagte, er ist gar nicht auferstanden, er ist tot. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Platz. Und da habe ich eine Gemeinde mir gesucht, wo man der ganzen Bibel glaubt, wo Jesus gepredigt wird, wo über das Himmelreich gesprochen wird und wo Menschen zum Himmelreich eingeladen werden. Das ist Gemeinde.
Ich will nichts gegen die großen Kirchen sagen. Wenn sie es so ausführen, wie Jesus gewollt hat, ist das in Ordnung. Und es gibt solche Kirchen, in denen ein Pastor ist, der den klaren Hinweis zum Himmel auch gibt. Wenn das der Fall ist, kann man nur sich freuen, dass das so ist. Aber im Allgemeinen, das ist meine Erfahrung in Deutschland, brauchen Sie eine Kirche, eine Gemeinde, wo das Wort Gottes noch in allem geglaubt wird. Und das sind meistens die Freikirchen. Freikirchen sind keine Sekten. Sekten gibt es auch. Halten Sie sich fern von Sekten. Denn die verändern das Wort Gottes. Zum Beispiel Zeugen Jehovas oder Mormonen. Dort gehen Sie nicht hin. Da bekommen Sie eine andere Lehre, aber nicht die Lehre der Bibel. Halten Sie sich am Wort Gottes. Und Sie werden ein feines Gespür bekommen, gerade auch durch den Heiligen Geist, dass Sie erkennen werden, ob hier die Botschaft von Jesus gepredigt wird. So ein Gespür werden Sie haben. Also halten Sie sich an solche eine Gemeinde. Treten Sie dieser Gemeinde bei und arbeiten Sie mit und dienen Jesus. Und zwar mit einer Gabe, die Ihnen Gott auch gegeben hat. Vielleicht können Sie besonders gut singen, dann gehen Sie in einen Chor. Vielleicht sind Sie auch redebegabt und werden einmal eine Bibelstunde halten oder auch eine Predigt machen. Aber stellen Sie sich diesem Herrn zur Verfügung und sagen, ich will dir dienen, so gut ich es kann. Mein Leben gehört dir. Und ich möchte am Ende meines Lebens viel Frucht bringen für dich. Frucht der Ewigkeit. Das will Jesus, das liebt er. Dass wir ihm von Herzen dienen. Und das lernen wir in einer guten Gemeinde, wo wir das in den Predigten und den Bibelstunden oder in Versammlungen hören. Wir sehen also, ändern Sie jetzt auch da Ihr Leben. Der Punkt Gemeinschaft ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Sie diesem Punkt auch folgen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich, das lernen wir von Paulus. Und Paulus hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe den Glauben gehalten, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich bin mit Jesus gegangen und jetzt kriege ich die Krone der Gerechtigkeit. Aber dann fügt Paulus hinzu, und das ist ein schöner Satz, er sagt nicht nur ich, sondern alle, die den Herrn Jesus lieb haben, bekommen die Krone der Gerechtigkeit. Also seien Sie gewiss, am Ende wartet eine Krone als Belohnung, als Geschenk für Sie. Und das ist die Krone der Gerechtigkeit. Diese Krone der Gerechtigkeit ist das Geschenk Jesu, die er noch zusätzlich zu dem Himmel uns schenkt. Wenn Sie in der Bibel lesen, werden Sie noch verschiedene Kronen finden. Die Krone des Lebens und viele andere Kronen. Wir werden also reich beschenkt von Jesus. Wir gehören zu ihm und zur ewigen Welt. Seien Sie dessen bewusst, dass Sie zu ihm gehören. Und wenn Sie das jetzt so gemacht haben, wie wir eben alles besprochen haben und das weiter so ausführen, dann sind Sie in den Augen Gottes unvorstellbar wertvoll. Und ich lese Ihnen jetzt noch einen Vers, der deutlich macht, wie kostbar Sie in den Augen Gottes sind. Und da steht bei dem Propheten Jesaja, Kapitel 62, Vers 3. Und da steht, du wirst eine prachtvolle Krone in der Hand des Herrn sein, und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nun, das ist was. Ein königliches Diadem. So wertvoll sind sie in der Hand Gottes. So kostbar. Vielleicht haben sie erlebt in ihrer Kindheit oder auch im späteren Leben, dass sie sich für minderwertig hielten, weil andere Menschen sie nicht akzeptiert haben. Nehmen Sie das alles weg zur Seite. Und glauben Sie, was Gott sagt. Gott sagt, du bist mir unvorstellbar wertvoll. Du bist ein Diadem in meiner Hand. Leben Sie jetzt so mit diesem Jesus in großer Freude. Gehen Sie mit ihm diesen Weg. Und Sie werden am Ende sehen, es hat sich gelohnt, mit diesem Jesus zu leben. Auch wenn es vielleicht manchmal durch Schwierigkeiten geht. Dass Sie angefochten werden, vielleicht auch von anderen Menschen, die darüber lachen, dass sie eine solche Entscheidung getroffen haben. Nehmen Sie das alles mit in Kauf. Glauben Sie weiter
an Jesus. Umgehen Sie treu in diesen Weg. Es lohnt sich. Danke, dass Sie diesen Schritt getan haben. Und unser Jesus Christus und der Vater im Himmel möge Sie reichlich segnen. Reichlich. Und Sie werden sehr, sehr reich im Himmel belohnt werden für alles, was Sie im Namen Jesu tun. Der Jesus sagt, auch ein Glas Wasser, das du jemandem weiterreichst in meinem Namen, es wird euch in Ewigkeit gelohnt werden. Jetzt haben Sie den Weg gebucht, der zum Himmel führt und sind befreit von dem Weg, wo die meisten Menschen drauf gehen, der Weg der Verlorenheit, der zur Verdammnis führt. Sie sind gerettet, sind ein Kind Gottes. Freuen Sie sich von ganzem Herzen und helfen Sie anderen Menschen auch dabei, diesen Weg zu finden. Gott segne Sie.